Gore-Tex funktioniert sehr gut im Winter und in den kälteren Jahreszeiten, aber es hat vor allem, was das Wandern in den warmen Jahreszeiten betrifft, einige Schwächen. Ganz kurz, was ist Gore-Tex überhaupt? Gore-Tex ist eine dünne Schicht im Inneren deines Wanderschuhs. Sie sorgt dafür, dass kein Wasser von außen nach innen gelangt. Gleichzeitig ist sie atmungsaktiv, was bedeutet, dass Wasserdampf von innen nach außen entweichen kann. Wie kann das sein? Die Wassermoleküle, die von außen kommen, sind zu groß, um durch die Membran zu gelangen. Die Moleküle des Wasserdampfs, die von innen kommen, sind kleiner und können deshalb durch die Membran nach außen hin entweichen. Soweit in der Theorie. In der Praxis sieht es ein wenig anders aus. Gore-Tex-Schuhe sind aufgrund der Membran deutlich weniger atmungsaktiv als Schuhe ohne Gore-Tex-Membran. Oder jede andere Membran, die es auf dem Markt gibt. Ja, die Schuhe werden als atmungsaktiv beworben, aber sie sind nicht mit der Atmungsaktivität eines Schuhs ohne Gore-Tex zu vergleichen. Das heißt, an warmen und trockenen Tagen wirst du in Gore-Tex-Schuhen mehr schwitzen. Das führt dann oft zu einem unangenehm warmen und feuchten Klima in den Schuhen. Warme und feuchte Füße sind erstens unangenehm und zweitens bieten sie die idealen Bedingungen für Blasen an den Füßen. Nun wird davon nicht automatisch jeder betroffen sein, der mit Gore-Tex-Schuhen unterwegs ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einem feuchten und schwitzigen Fußklima Blasen bilden, ist grundsätzlich höher. Ich bin jetzt circa 3 Stunden unterwegs. Ich habe einen Schuh mit Gore-Tex und einen Schuh ohne Gore-Tex an. Ich zeige euch die kurz. Ohne, mit. Und natürlich, wie nicht anders zu erwarten, es ist relativ warm, es ist trocken. Der Schuh ohne Gore-Tex-Membran fühlt sich natürlich wesentlich besser an. Ich meine, im Schuh mit Gore-Tex ist sehr heiß. Es geht natürlich auch, keine Frage, aber deutlich angenehmer ist natürlich bei solchen Bedingungen ist natürlich der Schuh ohne Gore-Tex. Nur weil du mit Gore-Tex-Schuhen unterwegs bist, heißt das noch nicht, dass die Schuhe für immer trocken bleiben werden. Ja, wenn die Gore-Tex-Membran gut verarbeitet ist, ist diese zuverlässig wasserdicht. Die Wasserdichtigkeit ist aber logischerweise limitiert auf diesen Bereich. Das Problem bei Schuhen ist aber, dass sie immer ein großes Loch haben, und zwar ganz oben, da wo wir unsere Füße reinstecken. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund Wasser von oben kommt, wie das zum Beispiel bei starkem und anhaltendem Regen der Fall ist, dann musst du gut aufpassen, dass dieser Bereich immer trocken bleibt. Falls hier Feuchtigkeit reinkommt, dann hast du ein Problem, weil aufgrund der wasserdichten Membran kein Wasser aus dem Schuh entweichen kann. Wasserdampf ja, aber Wasser nein. Bist du mit Gore-Tex-Schuhen unterwegs, musst du wirklich alles daran setzen, die Schuhe auch trocken zu halten. Wird der Schuh im Inneren nass, dann trocknet er aufgrund der Membran deutlich langsamer. Beziehungsweise solange du den Schuh anhast und unterwegs bist, trocknet der Schuh erstmal gar nicht, weil die Flüssigkeit nicht entweichen kann. Natürlich braucht ein Schuh ohne Gore-Tex-Membran auch seine Zeit, um wieder zu trocknen, aber das Wasser kann entweichen. Lässt der Regen nach, wird der Schuh von alleine wieder relativ schnell trocken werden, weil du mit jedem Schritt die Feuchtigkeit rausdrückst. Wenn du erst einmal Wasser in einem Gore-Tex-Schuh hast, dann bleibt dieses Wasser so lange drin, bis du am Ziel angekommen bist und die Schuhe ausziehen kannst. Die Membran bei deinen neuen Wanderschuhen wird zuverlässig dicht halten, aber so eine Membran wird speziell bei stark beanspruchten Schuhen nicht ewig halten. Hat der Schuh erstmal ein paar hundert Kilometer auf den Sohlen, dann kann es sein, dass die Membran an den stark beanspruchten Stellen nicht mehr ganz dicht hält. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es passieren, dass du irgendwann einen undichten Gore-Tex-Schuh hast, der nicht wirklich atmungsaktiv ist. An diesem Punkt kannst du dich natürlich auch fragen, wie oft bin ich eigentlich unterwegs, wenn es draußen regnet oder so richtig schüttet? Wenn die Antwort darauf ist eigentlich nie, dann kann es gut sein, dass du keine Gore-Tex-Schuhe brauchst. Gore-Tex hat natürlich aber auch Vorteile. In den kühleren Jahreszeiten ist die Schweißbildung und die Atmungsaktivität weniger ein Thema. Und vor allem im Winter sind Schuhe mit einer wasserdichten Gore-Tex-Membran wesentlich besser geeignet. Auch wenn du einen Allround-Wanderschuh suchst, mit dem du das ganze Jahr bei jedem Wetter draußen bist und bei Regen durch feuchte Wälder und Wiesen wanderst, auch dann ist eine wasserdichte Membran sicher hilfreich. Für reine Schönwetterwanderer, die vor allem im Sommer unterwegs sind, ist Gore-Tex nicht unbedingt von Vorteil. Speziell bei Halbschuhen, Trailrunning-Schuhen und Tageswanderungen bei schönem Wetter finde ich eine Gore-Tex-Membran oft ziemlich unnötig und aufgrund der deutlich schlechteren Atmungsaktivität sogar kontraproduktiv. So, ich bin jetzt hier im April unterwegs. Das heißt, es gibt zwar noch Schneefelder und auch die Berge sind noch schneebedeckt. Ich wandere aber mit einem
Schuh ohne Gore-Tex. Weil es wird heute den ganzen Tag trocken bleiben, es ist schönes Wetter. Der Boden ist zwar noch etwas feucht, das macht aber so einem Schuh auch nichts aus, weil die auch grundsätzlich wasserabweisend sind. Das heißt, bei so einem Wetter ist Gore-Tex nicht notwendig und es macht absolut Sinn, einen Schuh ohne Gore-Tex zu verwenden, weil atmungsaktiver und einfach wesentlich angenehmer zu tragen. Schuhe ohne Gore-Tex-Membran sind außerdem nicht nur günstiger, sondern auch immer etwas leichter. Schlussendlich kommt es darauf an, bei welchen Verhältnissen und für welche Touren du deine Schuhe verwenden möchtest. Gore-Tex ist super, aber eben nicht immer notwendig. Mehr Infos zum Thema Wanderschuhe findest du in diesen Videos.